In der Zeit, die ich im Wald verbrachte, ging es mir wirklich gut. Ich hatte Frieden gefunden und konnte meine Leidenschaft mit euch teilen. Ignorierte den Idiotismus auf YouTube vielleicht etwas zu sehr. Ja, ich gestehe, ab und zu habe ich beim einen oder anderen eingeschaltet. Vielleicht hast du mich sogar da getroffen. Doch mein Bluthochdruck ließ mich nach einiger Zeit schon wieder abschalten. Der Wald rief mich erneut. Bis heute. Moin Leute. Ist Meinungsfreiheit nicht eine ganz, ganz nice Sache? Ich meine, du kannst sagen, was du willst. Ja, zumindest... Es macht mich unfassbar wütend, wenn Heterosexuelle mir die fehlende Notwendigkeit eines Coming-outs erklären wollen und das damit erklären, dass wir ja alle furchtbar tolerant sind. Wenn du selber nie in der Position warst, aufgrund deiner sexuellen Orientierung Angst haben zu müssen, von Freunden und Familien verstoßen zu werden oder sogar Gewalt zu erleben, dann halt doch einfach bitte deine Fresse, anstatt über Dinge zu reden, die du nicht verstehen kannst. Du bist auch nicht so furchtbar tolerant, progressiv und weltoffen, wie du dir das gerne einreden willst. Sondern ein konservativer Wichser, für den Homosexualität nur okay ist, wenn er sie nicht sieht. Dasselbe gilt für Mansplaining, also Männer, die versuchen dir zu erklären, wie Frauen in dieser Gesellschaft leben. In manchen Belangen kannst du das einfach nicht. Klar? Was hast du heute so getrieben? Eigentlich gar nichts tatsächlich. Ein bisschen gerendert, ein bisschen hochgeladen und ansonsten Film geschaut. Und Serie. Auschwitz-Lüge. Das Ausmaß und die Gleichsamkeit. Demnächst wird es wirklich die Möglichkeit geben für euch da draußen, euch von einem echten Girlboss. Deutschland muss starren! Damit wir leben! Ja, jeder darf sagen, was er will. Hört sich gut an. Also nutze ich diese Videoplattform, also YouTube, einfach für meine Meinung. Meinungsfreiheit bedeutet, dass man seine Meinung, sofern sie keine Volksverhetzung ist, frei äußern kann. Und es spielt nicht mal eine Rolle, wo man dies tut. Ob auf YouTube oder auf dem Marktplatz, in der Kirche oder im Büro. Man sollte allerdings berücksichtigen, naja, dass nicht jeder deine Meinung toleriert oder akzeptiert. Gehe ich also in die Kirche und brülle Kreuzzug, sollte ich mit einem Rauswurf rechnen. Ja, oder gehe ich in eine Moschee und schreie Mohammed war ein Massenmörder. So würde... Na okay, das wäre wirklich dumm. Halten wir also fest, Meinungsfreiheit ist doch was Schönes. Doch was, wenn deine Meinung scheiße ist und jemand dich nun mit seiner Meinung kritisiert? In Form von vernichtenden Fakten, Ironie oder Satire? Das kommt darauf an, was für eine Meinung du hast. Bist du beispielsweise ein linksradikaler, krebskranker, laktoseintoleranter Schwuler und somit natürlich HIV-positiv infizierter schwarzer Jude? Kannst du theoretisch über jeden Weißen, über jeden Nazi, über jeden schwarze Witze erzählenden und über jeden Milchbefürworter hetzen. Deine erbärmliche Erscheinung, die sich durch den Krebs, die AIDS-Viren und weil du schwarz bist darstellt, lässt natürlich keinen Hass zu. Als Einwanderer hast du ebenfalls einen Bonus, da du einer weiteren Minderheit angehörst. Da du wie bereits erwähnt schwarz bist, sollte dies jedoch kein Problem sein. Nun geht's aber los. In deinem ersten Video outest du dich direkt. Oder du sparst es dir auf, sobald jemand irgendeine Anti-Haltung gegen dich hat. Es liegt an dir. Krebs, AIDS und andere Mitleid-Boni kannst du ebenfalls aufsparen. Sagen wir also, dass dein erstes Video an weiße Heteronazis gerichtet ist und deine Meinung zu diesen intoleranten Hetzern spricht ja für sich. So ist jeder. Merke dir das. Jeder, der nun gegen dich hetzt, ist gleich ein Nazi. Das versteht sich von selbst. Verurteile einfach die ganze Welt. Außer Islamisten, das geht zu weit. Denn Randgruppen halten ja zusammen. Also jeder, der dich kritisiert, auch wenn du lügst, hat nicht etwas gegen deine Lügen oder deine negative Art, zum Beispiel zu zucken, während du dich selbst feierst. Nein, sie hassen Schwule, Krebskranke, AIDS-Verseuchte. Ach, lassen wir das, du kennst das ja schließlich. Also, sie hassen dich, weil du für die Rechte von Minderheiten eintrittst. Werde Teil einer Community gegen Hate Speech, denn das ist, was sie machen. Es ist Hate Speech. Und du hast es dir schon gedacht. Denn auch dein Vater hasst dich, deine Freunde hassen dich. Und überall wirst du von Weißen angespuckt, nur weil du schwul bist. Oder schwarz bist. Wer weiß. Auf jeden Fall liegt es nicht an dir.
Schließlich ist es auch überall bekannt, dass weiße Heteros ohne Krebs ihre Frauen in die Küche prügeln, um sie zum Bier holen oder Ofenkäse kochen erziehen. Fakt. Ebenfalls, Hashtag muss man wissen, dass jeder Hetero Homos hasst, weil, naja, das ist halt ekelig. Ach ja, und gegen Gott. Also, das sagen die Christen. Scheiß Christen. Ja, und dafür stehst du ein, als weißer Ritter, also, ne, du weißt, wie ich das meine jetzt, als goldener Ritter mit dem Speer der Meinungsfreiheit und dem Schild des Hate Speeches. Okay, natürlich, damit es fair bleibt, betrachten wir das Ganze von einer anderen Seite. Angenommen, du bist weder schwul, noch hast du Krebs oder bist laktoseintolerant, ganz wichtig. Du bist weiß, schlägst keine Frauen. Okay, das wäre unrealistisch. Sagen wir also, du bist der normale Weiße ohne AIDS, wie zum Beispiel ich. Und du siehst nun also die Videos von dem Typen, der du eben warst. Verstehst du? Der nun also ein anderer ist. Okay, verstanden, gut. Du fühlst dich nun verletzt, denn du hetzt nicht gegen Schwule. Du bist kein Nazi. Naja, und du scheißt auf die Kirche. Nur möchtest du also in deinem Video erklären, dass es totaler Unsinn ist, was dieser schwarze Typ da redet? Das Weiße so handeln, wie der Kollege sagt, ist absoluter Bullshit. Du kannst es beweisen, du hast Fakten, du hast eine Meinung. Lass es. Er gehört zu einer Minderheit und SJWs werden dich vernichten. Somit fällt deine freie Meinung unter Hate Speech, auch wenn es keine ist, denn Kritik an Minderheiten ist ein Tabu in Deutschland und erinnert an Hitler. Was? Du bist nicht rechts? Jetzt schon. Schau dir die Politik in Deutschland an. Jeder, der den fetten Wichser nicht glaubt, ist ein Nazi, gehört zur AfD und schreit Merkel muss weg, beziehungsweise Lügenpresse, halt die Fresse. Ja, der hohe Sieg der AfD liegt also nicht daran, dass die Leute sich unterdrückt fühlen, sondern daran, dass alle Deutschen Nazis sind. Das wissen wir nun. PS, ganz wichtig, ich habe mit beiden Stimmen die SPD gewählt. Also wenn du gegen Ungerechtigkeit auf das Feld ziehst, denke an meine Worte. Nur als Minderheit darfst du deine Meinungsfreiheit nutzen. Aber auch nur gegen das Patriarchat, sprich Schwulenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und so weiter, du weißt schon. Alles andere ist Hate Speech. Also sei wie ein Politiker und tritt unkommentiert deine Meinung breit, außer zu besonderen Anlässen vielleicht. Vergiss hierbei nicht das Publikum zu wählen. Naja, rede in Rätseln mit vielen Fachwörtern und nutze die Macht der Liebe. Denn wenn du nett bist, obwohl du jemanden den Hoden abschneiden möchtest, geht das schon in Ordnung. Ach ja, ein Geheimtipp noch am Ende. Zusätzlich kannst du deine Fehltritte und emotionalen Ausbrüche ins Extreme durch Depressionen kräftigen. Falls du mal doch zu ehrlich bist. Ansonsten verkauf es eben wie deine Feinde als Satire oder sage, das musste mal raus, das fühlt doch jeder. Zwar nicht professionell, aber SJWs lieben das. Ja, und falls einer von euch da draußen jetzt denkt, hey, was gibt denn der Sortes da für Tipps? Ich meine, wenn man sich daran hält, dann zieht man ja eigentlich die Schwulen, die Schwarzen und so weiter in den Dreck, die für ihre Freiheit kämpfen. Und man beschäftigt sich nicht mit wichtigen Themen, sondern nur mit Bullshit. Das ist normal. Darauf müsst ihr euch einstellen. Das ist YouTube 2017, Meinungsfreiheit 2017. Lieber Heterozismann, warum bist du so traurig? Du verstehst die Welt nicht mehr und ich verstehe sie auch nicht. Du willst, dass ich mich führen lasse und ich würde auch so gern mal führen. Aber du musst mich doch nicht gleich hassen, ich will es doch nur mal probieren. Und wenn ich es nicht kann, wenn sich das herausstellt, dann lasse ich es halt einfach wieder, ist auch kein Ding. Liebe Heterozismen, ich fühle mich so allein. Ich finde nichts zu ficken, denn ich schüchtere euch alle ein. Oder irre ich mich da? Vielleicht interpretiere ich das auch total falsch. Auf jeden Fall, das macht mich nur noch frustrierter, denn was mir fehlt, ist ein richtiger Schwanz. Ich kann die Männer ja doch nicht verändern, ich krieg sie gar nicht oder ganz. Liebe Heterozismen, warum bist du so traurig? Du verstehst die Welt nicht mehr, aber ich verstehe sie doch erst recht nicht. Lieber Heterozismen, verzeih, dass ich das alles sage. Keine Ahnung, was in mich gefahren ist. Ich krieg wahrscheinlich meine Tage. Oh ja, ja, ich glaube, da kommt was. Moment. Yep. Liebe Heterozismen, was wär ich, wenn du nicht wärst? Du machst mir ungefragt Komplimente und du schreibst bei Tinder zuerst.
danke dafür. Liebe Hetero-Cis-Mann, bitte reg dich nicht auf. Ich wollte doch gar keinen Streit anfangen. Lieber geh ich drauf. Jetzt wird mir das Lied langsam peinlich. Ich glaube, ich zieh mich zurück. Ich halt einfach meine Fresse. Ich bin ein undankbares Stück. Lieber Hetero-Cis-Mann, jetzt bin ich auch ein bisschen traurig. Ich hab die Welt noch nie verstanden, aber du verstehst sie ja auch nicht. Entschuldigung, dass das Lied so lang war und Entschuldigung, dass ich so emotional geworden bin. Vielleicht stimmt meine Meinung ja auch gar nicht. Vielleicht machen wir das demnächst einfach nochmal, aber bis dahin würde ich sagen, stay well, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Sortes TV. 100% göttliche Männlichkeit. Bitches.